Eine Luftabwehreinheit oder Vorrichtung. M119, was ist das denn? Ah, okay, so ein großes Ding. Und ein Turm mit drei Beinen. Das soll mir einigermaßen geschützt sein. Können wir es verlassen? Und jo, gucken wir uns das mal an. Sind wir jetzt mal. Ach du Scheiße, hat sich da echt gar nichts. Oh Gott, man sieht echt gar nichts, ey. LOL! Okay. Was kommt das hier? Ah, das hier ist unser schönes MG-Nest. Hier haben wir ein MG. Ah! So, einfach mal überall reingehen und überall ein bisschen Scheiße machen. Und dann beenden wir die Mission. Hier. Ach, das ist ein Granatenwerfer, habe ich recht. Stirb, Entgegenest! Ja, so ähnlich. Haha! Meine Luftabwehreinheit hat den versucht abzuschießen. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war meine Luftabwehreinheit. Ist das hier? Achso, das ist unsere Base. Mit Waffenkisten, wo anscheinend nichts drin ist. Ja, und nichts drin ist. Und dann haben wir noch unsere schöne Luftabwehreinheit. Werden wir jetzt mal einen Chat runterholen oder versuchen runterzuholen. Wir werden es sowieso nicht schaffen. Ah, voll optimistisch. Da vorne ist was Weißes, es schießt ab. AC. Das hätte ich, wie soll man damit treffen? Okay. Dann beenden wir die Mission. Und haben es geschafft. Dann kommen wir zur allgemeinen Steuerung. Ich vermute mal einfach die grundlegende Steuerung ein bisschen vertiefter. Oh, ich sehe gerade, mein Mikro war noch gemutet. So. Kamerasteuerung, Bewegungssteuerung, Objektinteraktionen und Hindernisparcours. Habe ich doch gesagt. Das ist noch ein Hindernisparcours dran und das habe ich ja nicht gehört, weil ich gerade mich gemutet habe, aus Versehen. Nach links sehen, nach rechts sehen. Nach unten. So, Perspektive. So, okay. Es gibt drei Bewegungsmodi. Gehen, laufen und sprinten. Dann gehen wir mal zum markierten Kegel. Laufen, Lande. Laufen ist schon so meist auch. Sitz für das Bewegungsmodus. Geben Sie es zum markierten Kegel. So, ich finde die Perspektive einfach besser. Als die Third Person. Okay. Beim Gehen bewegen sie sich laut und senken ihre Waffe nicht. Sie verlieren also nicht die Möglichkeit, rasch auf feindliche Bedrohung zu reagieren. Alles als beim Laufen oder Sprinten. Gehen sie zum nächsten markierten Kegel, beobachten sie, wohin ihre Waffe zielt. Ja, geradeaus. Sprinten ist noch schneller als Laufen, aber auch sehr anstrengend und laut. Wenn sie lange sprinten, geraten sie außer Atem, wodurch die Bewegung, durch Bewegung und Ziele beträchtlich eingeschränkt werden. Sprinten eignet sich am besten für kurze Distanzen, etwa beim Bewegen von Deckung zu Deckung oder beim Flankenangriff. Dann sprinten wir mal zum nächsten markierten Kegel. Ducken wir uns. Stehen wieder auf. Ducken uns. Stehen wieder auf. Nein. Dann legen wir uns hin. Dann stehen wieder auf.
Und dann begeben wir uns zum Hindernisparcours. Lol, schon ernsthaft. Du hast keine Chance, Kreis. Ich besiege dich. Auf mit der Tür. Und durch da. Und durch da. Und hoch da. Und rüber da. Mit V. Und runter da. Oh, das habe ich jetzt aber echt richtig spät erst bemerkt. Das sieht man auch so schlecht, finde ich. Naja. Wenn man nicht mehr kann. Ja, steh auf. Gut. Hoch da. Rüber da. Runter da. Und noch sprinten. Sie haben sich beim Tod des Hindernisparcours als fähig erwiesen. Meistens ist bereit, Hindernisparcours zu in vorgegebenen Zeit aktivieren. Das Ziel vor dem blauen Marker. Ernsthaft, das ist übelst leicht. Guck mal den blauen Marker an. Der ist doch nicht mal da rein. Wo ich das hier schon fast fertig habe. Runter. Oh Gott, der blaue Marker kommt. Wie unfair schnell der einfach nur durch das durchkriegen kann, ne? Und geschafft. Stanksiedel haben wir, um die Mission abzuschließen. Jo, und das war's dann. Wir haben die Kamerasteuerung absolviert. Die Wegensteuerung, die Objektinformation und Hindernisparcours. Machen wir dann mit den Aufgaben. Boah, keine Ahnung, was das sein soll, ey. Einfach mal gucken, ne? So. Aufgaben. Tagebuch, Aufgaben, Interaktion und Aufgabenstatus. Hört sich leicht an. Die Aufgaben führen ihre Einsatzziele während einer Mission genau aus. Jedes Mal, wenn eine Aufgabe hinzugefügt wird oder sich Status ändert, erhalten Sie darüber eine Nachricht auf dem Bildschirm. Okay. Die Aufgaben führen ihre Einsatzziele während einer Mission genau. Okay. Aktuelle Aufgabe. Meine erste Aufgabe. Beobachten Sie die Bildschirmmitte über die. Ja, meine erste Aufgabe. Öffnen Sie mit M die Karte. Wählen Sie das Menü Aufgaben aus. Hier sehen Sie die Liste von allen verfügbaren Aufgaben mit kurzer Beschreibung. Wenn eine bestimmte Position für eine Aufgabe von Bedeutung ist, können Sie mit einem Doppelblick auf den Namen der Aufgabe die Karte drauf ausrichten. Ah, ich muss rübsen. Okay. Mal gucken, wo das ist. Da. Hier ist meine erste Aufgabe. Aufgaben können mehrere Status haben, okay. Ihre aktuelle Aufgabe ist unerledigt. Das bedeutet, dass Sie können sie noch abschließen. Wenn Sie die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen haben, was wir gerade gemacht haben, werden Sie benachrichtigt. Ihr Symbol wird grün. Das ist natürlich bei allen zugewiesenen Aufgaben bevorzugt der Endzustand. Wenn... Ich hab's auch geschafft. Nein, ich weiß schon. Wenn Sie noch eine Aufgabe nicht beenden können oder wollen, gibt sie als fehlgeschlagen. Okay, ist klar. Ich muss da kurz gucken wegen der Musik, die kommt mir so laut vor. Hab ich nicht vorhin ausgemacht? So. In manchen Fällen reagiert das Hauptquartier auf die Lage des Schlachtfelds mit der Streichung einiger ihrer Aufgaben. Es kann sein, dass sie stattdessen andere Aufgaben halten. Beachten Sie, dass das Symbol von der Karte verschwindet, wenn man Aufgaben nicht mehr verfügbar ist. Wenn mehr als eine Aufgabe gleichzeitig unerledigt ist, können Sie nach Belieben zwischen den Aufgaben wechseln. Wenn die aktuelle Aufgabe zu einem bestimmten Ort führt, wird dessen Position mit der in der Spielwelt angezeigt. Legen Sie die zweite Aufgabe als aktuell fest. Nehmen Sie die Auswahl als aktuelle Aufgabe festlegen.
Außer Aufgabenprotokollen in der Kartenansicht können Sie auch direkt oder separate Aufgabenliste zugreifen. Öffnen Sie mit J das Aufgabenprotokoll. Dieses Aufgabenprotokoll blockiert sich die Sicht nicht und ermöglicht Ihnen die Beobachtung der Umgebung. Ohne die Karte können Sie allerdings die Aufgabenposition nicht sehen. Es ist nach wie vor die schnellste Methode, um Ihre Aufgabe zu überprüfen. Benutze J erneut, um zu schließen. Erledigen Sie jetzt die letzte Aufgabe, um das Tutorial abzuschließen. Ja, also. Das war auch nicht ziemlich leicht. Also ich finde das echt ziemlich übel, wie manche Aufgaben, wie zum Beispiel am Chat ganz am Anfang total schwer sind und das ist übelst leichtes. So, geschafft, ne? Okay. Dann kommen wir zum Schießplatz. Meistern Sie verschiedene persönliche Waffen und lernen Sie, Ihre Bewaffnung anzupassen. Hört sich spannend an. Oh Gott, Granaten. Tutorialziele: Ausrüstungswahl, Containerinteraktion, Waffensteuerung, Visiertraining, vielleicht die Waffentraining für schwere Waffen, Granatentraining. Hört sich leicht an. So, das Training startet in dem Gebiet, das vor dem roten Pfeil markiert wird. Gehen Sie zu dem markierten Pfeil. Öffnen Sie mit G Ihre Ausrüstung. Hier im Ausrüstungsdialog können Sie überprüfen, welche Waffen, Munition und besondere Gegenstände Sie da. So, da bin ich wieder und ihr werdet euch bestimmt fragen: Hä? Wo bin ich denn? Ja, ich sag's mal so, wie es ein kleines, großes Missgeschick passiert. Und zwar, wenn wir es jetzt mal abbrechen und warte, neu starten, damit ich das auch komplett sehen kann. Und zwar ist mir schon wieder die Aufnahme abgekackt, weil die Festplatte voll ist. Jo, ich habe jetzt nochmal gelöscht, was geht. Und wenn die jetzt dann wieder abkackt, dann ist es einfach zu Ende. Und nur dann muss ich erst rendern, bevor ich wieder was aufnehmen kann. Leider, leider. Ich brauche echt eine neue Festplatte, aber das sieht nicht so gut aus. Oh Gott, ich muss wieder alles vorlesen. Die gesamte Ausrüstung, die das Spiel bei sich trägt, wird zu einem Ausrüstung, bla 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 bla. Hier so wird angezeigt, ne? So, ich erkläre es jetzt mal kurz in meinen eigenen Worten. So, okay. Hier ist das, ja, so ein Art, ja, Re-Bewaffnungssymbol. Und wenn man G drückt in der Nähe von der Kiste, sieht man hier auch nochmal hier die Waffen und hier die Magazine. So, ja, wenn man die Waffe nimmt, dann ist automatisch außerdem immer ein Magazin dabei. Und jo, wenn oder auf einen Gegenstand halt Doppelklick macht, dann ist automatisch, also wird er getroppt. Oder auf den Pfeil links daneben, also neben den Namen, oder auf den Ablegen-Button nach dem Auswählen drücken. Und auf Boden kann man einfach so, wenn ich jetzt hier mal Doppelklick drauf mache, oder einfach weglege. So. Dann liegt die hier auf dem Boden rum, dann kann ich einfach da hingehen, G drücken und man kann die wieder einsammeln, beziehungsweise mit dem Re-Equip-Symbol wieder aufnehmen. Jo, in den Schuss hier gibt es dann jo, Waffen und Munition und alles und es ist halt immer genug da. Die Zahl vor dem Strich ist, wie viele Schüsse in dem Magazin sind und die Zahl nach dem Strich, wie viele Magazine man noch dabei hat. Und jo, jetzt müssen wir schießen. Bam, 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 bam. Dann gehen wir gleich zum Schießplatz. So, da haben wir eine etwas andere Waffe. Wir können